Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Middle Dynasty. Ja, der Winter ist hart und ja, gucken, wie wir es überleben, ne? Kann ich schon schlafen? 5 Minuten noch. Boah. Habe ich irgendwas in der Tasche, was mir ein bisschen Lebenskraft gibt? Plus 5 Gesundheit. 40 Kalorien. Muss ich noch ein bisschen behalten? Vergiftungsgefahr. Lebensmittel. Was? Okay. Vergiften könnte ich mich, ja. Und was habe ich hier drin? Pelze. Zwiebelsamen. Ein hölzerne Speere. 4 Stück. Der Schnee ist natürlich übel, der bringt mich um, wenn ich da durchrenne. Einfacher Lattenzaun, ja, das will ich ja nicht. Leinen, Hose und ein drum und dran. Sonst geht's auch meinen Bewohner ganz gut, ne? Ja. Boah, immer dieses Warten, ne? Kann ich hier irgendwas Blockade lösen? Nee, das will ich ja nicht. Mit 8 Leben, das ist echt nicht viel. Probieren wir mal was aus. Vielleicht hilft es ja was, wenn ich ein bisschen mehr esse. 5 gab es dazu. Gesundheit, Wasser ist halt übel. Probieren wir schnell Wasser zu trinken. Schnell wieder rein. Gib mir jetzt alles voll. Ein Leben verloren. Nur mal eben kurz rausrennen, ne? Ich kann echt nichts machen. Ich bin hier wirklich in der eisigen Kälte gefangen, ne? Crafting. Möbel. Häuser. Überleben. Fischerhütte.
Das brauche ich ja unbedingt, ne? So eine Näherei, ne? Dann steigt doch nicht die Lebensenergie, ne? Boah, geht das langsam runter. Das sind ja keine Sekunden. Kann ich hier irgendwas in Einstellung, Spieleinstellung? Deutsch, ist ja klar. Ich komme hier halt gar nicht raus, ne? Oh Mann. Was ist denn mit der Kleidung? Was ist denn damit? Fähigkeiten. Oh Mann. Warte ich mal ab. Ich kann echt nichts machen. Was soll ich denn hier alles machen? Boah. Der Winter dauert noch so lang, ne? Das ist erst die erste Nacht in diesem Winter, ne? Ganz ehrlich. Wenn ich wirklich keine andere Option habe, liebe Freunde, ne? Werde ich das außerhalb der Aufnahme schaffen, auf jeden Fall durch den Winter zu kommen. Wegen so, wie das jetzt aussieht, schaffe ich es nicht. Du musst dich aufwärmen. Ja, bitte. War nicht nah genug an Feuer, oder was? Echt so der eisige Tod, ne? So, gucken, ob meine Charaktertemperatur steigt. Ist zu kalt und wenn es da zu warm wird, ne? Ich weiß ja nicht, was ich hier besser machen soll. Charaktertemperatur steigt auch nicht unbedingt. Obwohl ich hier mitten im Feuer stehe. So, ich versuche mal was. Ich renne jetzt rüber zu diesem anderen Feuer da hinten. Gucken, ob es hier besser wird. Es ging auf jeden Fall schnell genug, denke ich.
Oh, mit Wärme, das ist gut. Das ist gut. Scheint zu klappen. Ja, wie viel brauche ich denn noch zu craften? So, jetzt sieht er hier drauf. Nicht zu sehr abkühlen. Ich baue nämlich noch ein zweites Lagerfeuer. Gucken, ob das dann den doppelten Effekt hat. Irgendwann regeneriere ich mich bestimmt. So. Auf das Feuer. So, jetzt stehe ich zwischen zwei Feuern, ne? Das müsste doch besser sein jetzt, oder? Jetzt einen Moment warten, gucken, ob das wirklich das nötige Resultat bringt, was ich brauche. Es wird wärmer, ja. So, schnell wieder hier hin. Und jetzt wieder schnell in die Hütte zurück. Zack, kann ich das auch hier drin bauen. Vielleicht habe ich hier einen besseren Effekt. Tatsächlich in der Hütte, ne. So. Jetzt muss es so mollig warm werden, oder? Muss einen Moment warten. Ich kriege aber kein Leben dazu. War total unterkühlt, ey. Nichts. Was ist das? Brennholz, Holzlagerfeuer, einfaches Lagerfeuer, Steinlagerfeuer, Brennholz.
Schnell einen Baum holen. Grad, 19 Grad. So, jetzt schnell zurück. Aufwärmen. Gut. Auf 18 Grad runter. Huch. Wir machen jetzt mehr Brennholz. Akzeptieren. Machen wir davon uns jetzt ein Lagerfeuer, ne? Technologie noch nicht freigeschaltet. Grad. So, da muss ich ganz schnell hier hinten hin. Brennholz. Dann schnell nach Hause. Kann ich jetzt schlafen? Schlafen. Oh, mehr Lebensenergie. Feuer direkt anmachen. Oh, das ist herrlich. Nicht genügend Ressourcen. Ja, sammeln wir noch mit mal ein bisschen Holz, ne? Wenn wir überall ein paar Lagerfeuer haben, damit wir uns aufwärmen können. Bevor es uns nachher kalt wird. Schlafen ist gesund. Das ist schon mal sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall Essen. So, wenn wir auf 21 Grad sind, rennen wir mal wieder zum Dorf. Wegen halt was essen, ne? Und unterwegs können wir uns da auch ein Lagerfeuer bauen. Also zumindest vor dem Dorf, würde ich mal sagen. Rennen wir mal los. Wir müssen ja überleben. Alles nur safe. Grad, die frieren hier, ne? Warum frieren die denn alle hier? Wird mir hier drin wärmer oder wird kälter? Wenn noch ein Grad fällt, ne, dann muss ich unbedingt rausrennen. So. Fällt die Temperatur nicht.
Schon mal sehr gut, dass sie hier drin schon mal nicht fällt. Okay, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich echt rennen. Und sobald ich kann, platzieren. So, okay. Näher komme ich nicht dran. Tatsächlich nicht, aber meine Temperatur steigt jetzt hier. Das heißt, ich habe im Dorf keine Möglichkeit, mich aufzuwärmen. Aber ich weiß jetzt, wie ich durch den Winter komme. Indem ich mich irgendwie so durchhangel. Immer schön ein Lagerfeuer aufwärmen, bis ich wieder 20 Grad habe und dann weiter geht's. Jetzt zum Beispiel hier jetzt mal eben schnell trinken, ne? Zack. Dann kann ich hier auch schon das Fladenbrot eben essen. Ja, das ist auch wunderbar. Fast alles voll. 16 Grad. Jetzt mein Management. Wie sieht's denn hier aus, mein Freund? Jäger. Okay, du hast wirklich wohl, glaube ich, alles. Grad, okay. Ich hab 0 Gold, ne? Grad. 20 Grad, okay. Besser geht's nicht. Versuchen wir nochmal ins Dorf rein, um schnell Essen zu kriegen. Zwar in den Haus, ne? Zeig mir deine Ware. Du hast das Essen, oder? Nee. Hölzner Hammer, der ist auch weg. Zustimmung 82. So, du bist sie. Ja, geh rein in die Hütte. Zeig mir deine Ware. Dicke Suppe plus 30 Lebensmittel. Für Fladenbrot tatsächlich interessanter. Die Suppe ist auch gut. Salz, eine Ressource zum Kochen, kann als Gesteinsablagerung gesammelt werden. Finde ich tatsächlich Fladenbrot gerade am besten, ne? Sonst habe ich hier nichts, was ich so kaufen könnte, ne? Ist in letzter Zeit schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Minus 5, okay. Auf Wiedersehen. Möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Hast du einen Moment? Wow. 15 Grad wieder, ne? So, ab zum Feuer.
Aber liebe Freunde, ob ich das Ganze überlebe oder nicht, ne, das seht ihr in der nächsten Folge von Medieval Dynasty. Wegen, ich hocke mir jetzt an mein Lagerfeuer und dann ist gut gewesen. Bis dann. Ciao. Euer Possi. Lasst doch ein Like, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.